Der Jahresausblick für Silber 2020. 2017 war es ein echter Homerun, 2018 immer noch sehr, sehr gut. 2019 hat ebenfalls gepasst, 2020, wir werden es sehen. Los geht's. Ich begrüße euch ganz, ganz herzlich und ich hoffe, es geht euch gut. Ziemlich genau ein Jahr ist es her, da habe ich den Jahresausblick für das Jahr 2019 veröffentlicht. Ja, ich blende euch hier nochmal den Link ein. Ihr könnt also selber überprüfen, wenn ihr möchtet, was aus dieser Prognose geworden ist. Es geht ja bei der Charttechnik ganz wesentlich um eine Wenn-Dann-Konstellation. Wird diese Marke überschritten, dann können diese Ziele erreicht werden. Wird diese Marke auf der Unterseite erreicht bzw. unterschritten, dann passiert voraussichtlich das. So wird auch dieses Jahr wieder der Jahresausblick aussehen und es ist ein sehr interessanter. Allerdings weiß ich, dass der ein oder andere von euch sagt, zum einen, ja, mich interessiert aber auch, was Silber fundamental so macht. Also, wo fließen die großen Kapitalströme hin? Welche ETFs werden gekauft? Wie verhalten sich die Notenbanken? Wie verhalten sich die Staaten? Wie verhalten sich die professionellen Anleger? Und. Und darüber hinaus auch noch viele sagen, ja, Silber ist interessant, aber Gold ist ebenfalls interessant, der DAX ist für mich interessant, der Euro zum US-Dollar. Den fundamentalen Ausblick für Silber und für alle anderen wichtigen Basiswerte, das sage ich euch im Report, wie ihr das bekommen könnt. Hier unter diesem Video könnt ihr euch für den Report eintragen. Also ganz konkret im kommenden Report werde ich die fundamentalen Aussichten für Silber besprechen und ich sage euch dann auch, wie ihr an die Jahresausblicke für Gold, für den DAX und so weiter kommt. Jetzt legen wir aber erstmal los und schauen auf Silber direkt bei mir auf dem Bildschirm. So, wir sehen hier die letzten 12 Jahre des Silbermarktes in einem Monatsintervall. Wir sehen auf der einen Seite das Tief hier unten bei rund 8,40 und auf der anderen Seite das Hoch. Besonders lang hat diese Rallye ja nicht gedauert. Das waren ja silberne Zeiten, um es mal so zu formulieren, die Jahre 2009, 10 und 11. Das Hoch hier also knapp über 50 US-Dollar, seitdem ging es um 80% abwärts. Das ist deutlich mehr, als die Goldinvestoren zu verkraften hatten. Das ist aber auch eine typische Bewegung von Silber. Silber handelt mit einem Hebel auf das, was im Goldmarkt passiert. Silber neigt aber insbesondere in Schwächephasen dazu, diese Schwächephasen noch ausgeprägter darzustellen. Deswegen ist auch der Verlauf von Silber teilweise ganz, ganz anders als der von Gold. Also man könnte jetzt nicht die Charts übereinander legen, Silber mit einem Hebel von 2 darstellen und dann würden letztendlich sich Gold und Silber gleich verhalten. Das würde nämlich bedeuten, wir sprechen über ein konstantes Gold-Silber-Ratio. Und das ist beileibe nicht konstant. Während dieser letzten Abwärtsbewegung und im Prinzip bis heute hat Silber eine außerordentliche Schwäche an den Tag gezeigt. Das heißt also, das Gold-Silber-Ratio ist immer weiter gestiegen. Man braucht immer mehr Unzen Silber, um eine Unze Gold zu kaufen. Wir waren phasenweise mal auf einem nahe eines Allzeithochs über 90. Wir sind jetzt knapp unter 90. Aber relativ gesehen zum Durchschnitt, der bei um die 60 liegt, je nachdem, welchen Zeitraum man zugrunde legt, muss man sagen, dass unter diesem Aspekt Silber immer noch relativ günstig ist. Für einen Charttechniker heißt das allerdings auch, dass es sich um einen eher schwachen Basiswert handelt. Das hat sich, wir werden gleich auf die kurzfristige Entwicklung eingehen, das hat sich in den letzten Monaten ein klein wenig geändert. Zumindest ist Silber nicht mehr schwächer als Gold. Auch das ist eine wichtige Feststellung. Ja, das war noch im Jahr 2018 etwas anderes. Im Jahr 2019 ist Silber zumindest konstant geblieben. Warum ist das wichtig? Wenn jemand nicht sehr, sehr langfristig investiert, sondern sagt, es geht mir bei einer Bodenbildung darum, ja, das war die Phase, die wir im Jahr 2019 gesehen haben, es geht mir darum, den technisch gesehen stärkeren Wert zu kaufen, dann hätte er anfangs auf Gold setzen müssen. Diese grüne Linie, die ich gleich noch kurz eingehen werde,
Das ist das Pendant zu der Linie bei etwa 1380 US-Dollar im Goldmarkt. Dort hat Gold seine Bodenbildung beendet. Das heißt übrigens auch, Gold darf nicht mehr unter 1380 US-Dollar zurücksetzen. Silber ist dieses Ende der Bodenbildung noch gar nicht gelungen. Woran erkennen wir das? Ja, wir kommen gleich zum kurzfristigen Potenzial von Silber, aber erstmal ist wichtig festzustellen, wo sind wir hier eigentlich im langfristigen Blick. Wir haben hier eine Reihe tieferer Hochs, noch immer, obwohl das Jahr 2019 ja Kursgewinne gebracht hat. Das heißt, wir haben hier ein Zwischenhoch im Jahr 2014, ein weiteres Zwischenhoch im Jahr 2016. Und dieses Zwischenhoch, also die höchsten gehandelten Kurse im Jahr 2019, die befinden sich immer noch unter diesen Hochs. Und das ist ein klarer Unterschied zum Goldmarkt. Das ist übrigens hier ein logarithmischer Chart, sähe aber im linearen Chart auch so aus. Das lässt sich ganz einfach formulieren. Je langfristiger, desto eher sollte man einen logarithmischen Chart nehmen. Das heißt also, ich könnte hier so eine zarte Trendlinie mit drei Auflagepunkten einzeichnen. Und das würde bedeuten, ja, oder man erkennt es ganz gut, im Gegensatz zu Gold hat Silber hier den Ausbruch aus dieser Phase der Bodenbildung, die zweifellos vorhanden ist. Ja, im letzten Jahr hieß es, bei Silber darf alles passieren, es darf nur nicht unter das Tief hier bei 1360 rutschen, beziehungsweise 1380, das war der Wochenschlusskurs. So, das ist auch nicht geschehen. Und wir kommen gleich zu dem, was im Jahr 2019 stattdessen geschehen ist. Also, mit diesem relativ engen Stop, ja, aus Sicht eines Marktteilnehmers, der sehr aktiv an die Sache rangeht, das heißt also, der eine Position eröffnen möchte, weil er sagt, jawohl, ich habe jetzt hier ein technisches Kaufsignal. Und so ein Marktteilnehmer, der braucht zwangsläufig auch ein Exit-Szenario. Ja, wer sagt, ich möchte davon profitieren, dass Silber beispielsweise bis 24 oder bis 28 Dollar steigt. Und dann werde ich auch wieder aussteigen. Der muss zwangsläufig auch definieren, wo er wieder aussteigt, wenn Silber nicht sein bevorzugtes Szenario absolviert. Das ist ganz, ganz wichtig. Das ist einer der Hauptgründe. Und vermutlich werde ich das auch noch in vielen Jahren häufig wiederholen müssen. Das ist einer der Hauptgründe, warum so viele Privatanleger scheitern. Weil sie schlicht und einfach die blanke statistische Tatsache, dass sie auch daneben liegen können und dass das auch Profis passiert, einfach nicht akzeptieren. Deswegen gibt es so viele Depotleichen im Privatdepot. Einfach nicht verkaufen können. Riesenschwäche und kostet massiv Rendite. Das kann man sich nämlich nicht allzu häufig erlauben. Es sei denn, man schießt Kapital nach, aber das zählt bei der Renditeberechnung nun mal nicht. Ja? So, das heißt also, wir haben hier eine Marke bei rund 18,40 Dollar. Wenn die, ich sagte es bereits, per Monatsschlusskurs überwunden wird, dann hat man zumindest die Charttechnik im Rücken. Wer sagt, nein, das reicht mir noch nicht. Ich möchte sie nicht nur im Rücken haben, sondern ich möchte nach dem guten alten Motto verfahren, the trend is your friend. Dann bräuchte es tatsächlich noch ein weiteres Kaufsignal, nämlich einen Anstieg über 1975. Ja, dann können vielleicht auch die kaufen, die sagen, hier, dieses letzte Zwischenhoch, das müsste überschritten werden. Und dann können vielleicht auch diejenigen sagen, ja, Stops, das ist doch was für Weicheier-Stops. Das sind Leute, die schneiden sich auch mal den Rand vom Toast ab. Ja, so einer bin ich nicht. Ich ziehe das Ding eiskalt durch, Sekt oder Selters. Ja, wenn man schon so verfährt, und ich empfehle es wahrlich nicht, ja, nicht umsonst wiederhole ich das im Report hin und wieder, dann sollte man prozyklische Kaufsignale wählen. Wer antizyklisch kauft, und wer antizyklisch kauft, hat logischerweise das bessere Chance-Risiko-Verhältnis auf seiner Seite. Der kann sich auch eine andere Herangehensweise erlauben. Ja? Prozyklisch heißt, ich kaufe mit einer laufenden Trendbewegung. Wenn ich also von steigenden Kursen ausgehe, heißt prozyklisch, es wird nach oben ein Kaufsignal generiert. Und das ist im ersten Schritt über 18,40 der Fall. Im zweiten Schritt, wenn hier das letzte Zwischenhoch bei etwa 1975 dann auch wirklich überschritten wird. Das wäre ein prozyklisches Kaufsignal. Und wo sich der Stop dann möglicherweise ergibt, naja, das wäre unter dem letzten handelten Tief, kommen wir gleich noch zu. Und noch abschließend ein Wort, was muss Silber überhaupt schaffen, um sich in eine
einen technischen Vorteil zu erarbeiten. Zum einen hier unten die genannten Bedingungen. Zum anderen ist aus meiner Sicht sehr wichtig das 61,8er Retracement. Das heißt, wenn wir hier oben rüber über diese Widerstände ansteigen, dann lautet das Kursziel einer Rallye rund 24 Dollar bis zu 24,40. Das heißt natürlich auch, wir sprechen dann immerhin von Aufwärtspotenzial von locker 30-35%. Von hier aus kann es dann nochmal einen Rücksetzer geben. Das wäre im Übrigen der normale Verlauf. Ich weiß, dass es unglaublich viele Publikationen, Newsletter, Videos derzeit gibt, die sich damit beschäftigen, dass Edelmetalle nur noch explodieren können und dass der Aktienmarkt im gleichen Moment implodieren muss. Möchte ich heute nicht darauf eingehen. Ich weise nur darauf hin, bei einer Crash-Bewegung ist in den seltensten Fällen der Edelmetallmarkt sofort explodiert. Bei Crash-Bewegungen fließt sehr häufig Kapital aus allen Anlageklassen ab, auch aus Gold und Silber. Das ändert sich dann im weiteren Verlauf, wenn es wirklich zu einem Bärenmarkt kommt, beziehungsweise wenn die Inflation deutlich ansteigt. Auch das ist ein Umfeld für eine positive Entwicklung in den Edelmetallen. Ja, wobei noch wichtiger hier die Entwicklung des Realzinses ist. Aber wie gesagt, dazu ein anderes Mal mehr. Wichtig ist nur zu wissen, es macht keinen Sinn, sich davon einlullen zu lassen, dass dir irgendjemand erzählt, Gold und Silber können nur steigen. Ja, ich bin ja mittelfristig und langfristig bei dir. Ich bin auch bullisch. Aber das Umfeld sprach schon in der Vergangenheit häufiger für Gold und Silber und wir haben dennoch keinen Anstieg. Und insofern, oder beziehungsweise keine ausgeprägte Bodenbildung. Alles in Ordnung, nur bitte nicht investieren und nur auf eine Anlageklasse setzen, weil einem irgendjemand Angst gemacht hat mit diesem oder jenem Szenario. Angst ist ein ganz miserabler Begleiter an der Börse. So, und jetzt kommen wir zu dem kurzfristigeren und damit auch zu dem konkreteren Setup in Silber. Das ist das, was wir im Wesentlichen im Jahr 2019 gesehen haben. Das Tief, angesprochen im letzten Jahresausblick, hat gehalten und es kam zu diesem Ausbruch über 16 Dollar, wie besprochen. Mehrere Kursziele wurden abgearbeitet, im Report ja nochmal mehrfach im Update auch geschrieben. Das Ziel bei 21 Dollar steht noch aus, wird wohl auch in diesem Jahr nicht mehr erreicht. Was sollte aus meiner Sicht nicht mehr passieren? Ich habe diese Zone hier unten mal eingezeichnet. Ja, wir sehen hier den Trend der letzten zwei Jahre. Diese Trendlinie wurde nach oben ausgehebelt. Wir sehen auf der einen Seite, ich habe es eben schon besprochen, die letzten beiden Retracements. Und das ist meine wesentliche Unterstützungszone. Hier, dieser Bereich sollte von Silber nicht mehr unterschritten werden. Egal wie es läuft, egal wie die Korrektur aussieht. Ich zeichne das mal grün, weil hier die Unterstützung liegt. Silber darf jeden, so eine Konsolidierung, so eine Bodenbildung, und wer sich das anschaut, das sind immerhin die letzten fünf Jahre, wer hier einen Trend entdecken will, tja, der muss reichlich Fantasie aufbringen. Hier ist kein Trend. Das ist eine Seitwärtsbewegung und die ist typisch in einer Phase der Bodenbildung. Ja, ich erwähne hier es nochmal, damit es klar ist, ich bin selber zu 50% sind meine Bestände physisches Silber. Ich bin also ein Fan von Silber, weil Silber, wenn es dann zu den Bullenphasen gibt, kommt überproportional profitiert. Dennoch erlaube ich mir gelegentlich auch mal festzustellen, dass eben noch kein großer Trend entstanden ist. Ja? Das ist ganz, ganz wichtig und hier bitte ich auch nochmal zu unterscheiden zwischen langfristiger Investition zur Vermögenssicherung. So eine Versicherung, die gibt man ja nicht auf im Depot. Ja, ich habe seit 2000 und im Jahr 2011 habe ich ein paar Bestände gekauft, ein paar Bestände später auch wieder zurückgekauft. Aber ansonsten, Versicherung gegen Verwerfung im Finanzsystem, sowas gibt man doch nicht auf. Das ist aber ein langfristiger Ansatz. Deswegen muss ich mir mein Investment ja nicht jeden Tag schönreden. Ja, ich hoffe übrigens auch, dass meine Risikolebensversicherung, die ich natürlich auch abgeschlossen habe für meine Frau, ich hoffe aber, die greift nicht. Das wäre für mich deutlich gesünder. So, ganz so schlimm ist es mit Gold und Silber nicht. Aber wenn wir in eine Phase reinkommen, in der Gold und Silber
überdurchschnittliche Renditen über einen längeren Zeitraum hinaus abwerfen, ja, dann ist das in einer Phase, in der vermutlich alle anderen Anlagenklassen nicht so besonders gut aussehen. Also sollte man sich so etwas auch nicht herbeisehnen, es sei denn, man hat nun seit, ja, das gibt es wahrscheinlich seit Jahren drauf gewartet. Am Aktienmarkt leider nie dabei gewesen, auch sonst nirgendwo, weil, ja, weil Panik, Angst, Sorge. Aber irgendwann wird die Auflösung kommen. Es wird die Zeiten für Edelmetallanleger geben. Sie werden nur nicht ganz so schön sich anfühlen, wie man sich das vielleicht vorher erhofft hat. Aber dazu ein anderes Mal mehr. Konkret, diese Unterstützungszone zwischen 15,30 und 16,10, die darf nicht mehr unterschritten werden. Passiert das, das ist nicht mein bevorzugtes Szenario, dann sieht es schlecht aus. Dann wird vermutlich Gold auch unter 1380 US-Dollar abgerutscht sein. Das wäre ein Rückfall in die Seitwärtszone. Das wäre massiv bärisch. Passiert das, dann erwarte ich, dass Silber relativ schnell 20, 30 oder mehr Prozent abgibt. Das wäre fatal. Bis dahin betrachte ich diese Korrekturen genauso wie die laufende Konsolidierung als Kaufgelegenheit. Ja, also wir sind momentan bei 17,10. Etwas, ja, bitte achtet mal bei Gold auf die 1455, wenn die unterschritten werden, beziehungsweise hier in Silber die 1677, dann könnte es noch eine Etage tiefer gehen, dann kann man noch etwas günstiger einsteigen. Aber wenn wir das auf Jahressicht betrachten, dann liegen die Ziele jenseits des letzten Hochs, also oberhalb von 1960. Das ist mein bevorzugtes Szenario. Solange diese Unterstützungszone nicht unterschritten wird, wird sich diese Konsolidierung nur als Zwischenkonsolidierung herausstellen und wir werden einen weiteren Anstieg in Richtung 21 Dollar sehen. Ich finde, das ist doch ganz positiv. Soweit also der Jahresausblick für das Jahr 2020. Noch einmal der Hinweis, alles Fundamentale zu Silber im kommenden Report und in dem werde ich euch dann auch erzählen, wie ihr an die Jahresausblicke für die anderen Basiswerte rankommt. Und noch eine kleine Bemerkung, ich habe es gesehen unter dem letzten Video, also den aus dem Jahr 2018. Da stand der Vorwurf geschrieben, kein ganz neuer. Ja, man kann im Prinzip Gold und Silber gar nicht richtig einordnen, weil das manipulierte Märkte sind. Darum geht es in der kommenden Woche hier auf dem Kanal, um die Goldpreismanipulation. Wenn ihr darauf Lust habt und es nicht verpassen wollt, dann am besten den Kanal abonnieren, Glöckchenfunktion aktivieren, dann bekommt ihr nämlich eine Nachricht, wenn das Video hochgeladen wird. Das war's für heute. Ich sende euch herzliche Grüße. Bis dann und ciao.